at my senses, like a night in the forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. Liebe Zuschauende und Zuhörende, ich heiße Sie zusammen mit Tobias Germeshausen, Gesang, und Regine Schlereth, Klavier und Gesang, ganz herzlich willkommen zum heutigen Mittagsimpuls aus der Augustinerkirche. Kürzlich stand ich in einem Supermarkt in der Reihe der Kundinnen und Kunden vor der Kasse. Und weil das, wie so häufig jetzt, ein bisschen gedauert hat, hatte ich ausreichend Zeit, meine Umgebung zu mustern. Besonders interessant fand ich einen Ständer mit Postkarten. Für Postkarten habe ich einen Faible. Und mein Blick blieb an folgender Karte hängen. Erst fand ich diese Karte einfach nur witzig. Dann dachte ich, oh ja, da kenne ich so einige Menschen, die zu der Karte passen. Und als nächstes, naja, so kenne ich mich ab und zu auch selber. Und wenn ich es merke, finde ich das ziemlich scheiße. Und dann, darüber lohnt sich's nachzudenken. Drum habe ich die Karte erworben und habe sie heute hier im Mittagsimpuls dabei. 4 Bilder eines zu jeder Jahreszeit sehr schönen Baumes. Eigentlich eine Augenweide. Und dann mittendrin jeweils eine sehr unzufriedene Kommentierung. Diese Karte zeigt sehr eindrücklich eine wenig lebensfreundliche Begabung von uns Menschen. Es gibt nichts, was wir uns nicht durch den eigenen Blick und die eigene Haltung vermiesen könnten. Egal, wie schön, berührend und beeindruckend es auch sein könnte. Vielleicht wirklich typisch deutsch. Eigentlich können wir ja insgesamt nicht meckern hier in Deutschland. Was die Lebensqualität betrifft, und zu deren Einschätzung werden Rechtssicherheit, Freiheitsrechte
und politische Stabilität genauso wie die soziale Absicherung, Gesundheitsversorgung und der Wohlstand herangezogen. Also was diese Lebensqualität betrifft, befinden wir uns als Land weltweit auf Rang 4 von 195, übertroffen nur von Norwegen, der Schweiz und Irland. Und doch bekomme ich gerade hier bei uns immer wieder den Eindruck, Unzufriedenheit wuchert gerne wie Unkraut. Sie braucht dazu keinen Dünger und sie macht sich einfach breit. Zufriedenheit hingegen will sorgsam gepflegt und genährt werden. Und sie muss gegen die wuchernde Unzufriedenheit immer wieder geschützt werden. Ich meine nicht positives Denken, wenn es um die Pflege der Zufriedenheit und um die Nahrung für sie geht. Dieses positive Denken, in Anführungszeichen, das meint, wenn du nur überzeugt genug an Erfolg, an Heilung, an dein Glück glaubst, dann wird sich das auch einstellen. Und wenn es sich nicht einstellt, dann hast du nicht positiv genug gedacht. Diese Meinung ist gefährlicher Humbug. Und vor allem, wer sie vertritt, macht den Menschen selber für sein Unglück, auch eines, das ihm einfach zugefallen ist, verantwortlich und lässt ihn damit allein. Sicher, es hilft einem Menschen in seinem Unglück auch nicht, wenn er dauerhaft in Selbstmitleid gefangen bleibt. Aber Schweres muss als solches erst einmal auch gesehen und beklagt werden dürfen. Dafür hat Gott ein offenes Ohr, wie wir bei Hiob in vielen Psalmen und auch aus Jesu Klage über seine Gottverlassenheit am Kreuz erfahren. Auf einer ganz anderen Ebene, in der Telefonseelsorge, da erleben wir es täglich viele Male, welch ein Wert ein offenes Ohr für Klagen in einer schweren, leidvollen Situation hat. Als Klagender gehört zu werden, zu erleben, dass jemand mitfühlt, nicht bagatellisiert und zu erleben, dass dieser andere trotzdem oft stellvertretend für einen selber hofft. Hofft, dass es wieder leichter werden wird und dass er darauf vertraut, dass der Klagende zu dieser Veränderung wird beitragen können. Und vor allem, dass dieser Mensch nicht von Gott verlassen ist. Das ist ein Wesenskern von Seelsorge. Im Psalm 116 ist sehr eindrücklich in Worte gefasst, was ein Mensch, für dessen Seele Sorge getragen wird, bezeugen kann. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. As we lie in fields of gold.
upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth upon the fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold, when we walked in fields of gold. Wir hören andererseits auch regelmäßig Menschen, die nicht klagen, sondern die sich beklagen, ausführlich und immer wieder. Sie werden von Missmut und Unzufriedenheit gequält. Oder eher, sie quälen sich selber damit und ihre Umwelt oft mit. Gespräche mit ihnen sind eine Herausforderung. Denn so gerne wir es auch täten, überzeugen können wir einen anderen Menschen nur schwer bis gar nicht davon, doch bitte einmal nicht das Haar in der Suppe zu suchen und anstattdessen zu sehen, womit er zufrieden sein und wofür er dankbar sein kann. Zufriedenheit, die Gabe, mit freundlichen, das Schöne sehenden Augen in die Welt zu schauen und die Haltung, sich dann über das Schöne zu freuen und dankbar zu sein, das gibt es leider weder auf Rezept, noch funktionieren hier gut gemeinte Ratschläge. Da stellt sich auch die Frage an meine eigene Haltung. Wie halte ich es mit Zufriedenheit und Dankbarkeit? Und was stützt meine Haltung? Selbst wenn ich für mich darauf eine definitive Antwort hätte, sie wäre leider kein Rezept, das einfach weiterzureichen wäre. Und ich habe die definitive Antwort nicht. Wie ich anfangs gesagt habe, kenne ich auch mich mal missmutig, unzufrieden, dankbar. Undankbar. Im Lukas-Evangelium im 17. Kapitel wird von einer Gruppe von Menschen berichtet, deren unterschiedliches Verhalten mir und uns zu denken geben kann. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne, erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser! Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, und als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm:
Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Tja, 9 der 10 Geheilten nehmen die ihnen wunderbarerweise wiedergeschenkte Gesundheit offensichtlich ganz selbstverständlich hin. Auf alle Fälle ohne ausgesprochene Dankbarkeit. Vielleicht denkt sich der eine oder andere von ihnen auch, naja, er hätte ja auch mal eher vorbeikommen können, der Meister. Oder er bedauert in erster Linie die durch den Aussatz verloren gegangenen Jahre. Was hätte man da alles tun können? Oder aber er sieht die Heilung als seinen Verdienst. Schließlich hat er ja laut gerufen, als Jesus vorbeikam und lang genug auf diesen Augenblick gewartet. Da hat er doch ein Recht auf Erfolg. Ein einziger hat eine andere Haltung. Und zwar ausgerechnet der, der aus Samaria ist, der eigentlich nicht so wirklich dazugehört. Er kehrt um. Er ist Jesus dankbar und sieht seine Heilung als Geschenk Gottes, nicht als etwas, was ihm zusteht oder was er sich selber verdient hat. Er soll mir eine Haltung, in seiner Haltung ein Denkanstoß und eine Orientierung sein. Gerade die augenblickliche Situation hat mir deutlich gezeigt, nichts steht mir selbstverständlich zu. Ich habe keine Garantie und vor allem kein Anrecht, dass es immer so läuft, wie ich es geplant habe. Und ich habe die Freiheit, dankbar zu sehen, was gut ist und zufrieden zu sein mit dem, was mir zugefallen ist. Gelingt mir das, bin ich sicher verträglicher für meine Mitmenschen und das ist auch meinem eigenen Wohl zuträglich. Der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl, hat Benjamin Franklin so treffend formuliert. Ich persönlich sitze lieber bequem. I see trees of green, red roses too. I see them blue. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, secret night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. More than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself.